Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 Frankreich Projekt. Nach der letzten Folge gab es ja nicht nur einen Stream, sondern ich habe auch wie so oft mal wieder offscreen ein bisschen weiter gearbeitet. Und jetzt ist der nächste Tag angebrochen und es gibt wieder viel zu tun. Es gibt neue Aufgaben, ich habe Mods aktiviert und da sind ein paar echt scharfe Sachen dabei. Ich habe mir eure Kommentare durchgelesen und habe einige Sachen im Kopf und einige Ideen und so, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer entspannten Verkaufsfahrt und ihr seht, ich habe Eier und Salat geladen und das muss jetzt erstmal weggebracht werden. Den Großteil der Strecke habe ich schon erledigt, jetzt muss ich nur noch den Gang reinzimmern, die Gruppe wechseln und ab geht da der Peter. Aber erstmal gucken, der KI-Verkehr ist hier, naja, ich möchte, oh, was ist denn hier los? Moin Moin! Stammtisch hier. Wildwechsel. Also ich meine, mit meinen 20 km/h kann ich euch hier nichts. Ich kann auch bremsen. Aber der KI-Verkehr, der ist ungnädig, möchte ich mal sagen. Fahr mal vorbei! Fahr mal vorbei! So, wir fahren mal hier rechts vorbei an dem Trigger da vorne. Denn wir wollen ja hinten zum Gebäude, um dann unsere Eier und unseren Salat zu verkaufen. Ich dachte mir, wir lassen am Morgen erstmal die Kasse klingeln, damit das ja auch gut losgeht. Und vor allen Dingen, damit wir später ein bisschen mehr Geld haben, um zu investieren. Denn ich muss heute einiges machen. Und was ich so alles machen muss und was ich so alles gemacht habe, das zeige ich euch gleich, wenn wir am Hof sind. Erstmal sollen hier die Moneten reinschallern. Ach, herrlich. Ich liebe diesen Porsche ja irgendwie, ne? Also, ich habe es vor ein oder zwei Folgen schon mal gesagt, das ist irgendwie ein kultiges Teil und irgendwann muss ich so ein Teil auch mal in der Realität fahren. Ich glaube, irgendwann durfte ich mal. 11.874 Euro haben wir hier verdient. Das kann sich doch sehen lassen. Und das ist ein Morgen nach meinem Geschmack hier. Ist auch gerade so, dass die Sonne so einigermaßen das alles hier ausleuchtet. Also lange ist es hier im Spiel noch nicht hell. Aber ich meine, so ist es im Oktober, ne? Da wird es dann später hell. Ich glaube, irgendwann als Kind bin ich mal einen Oldtimer gefahren. Wobei ich nicht weiß, ob es ein Youngtimer oder ein Oldtimer war, weil ich ehrlich gesagt das Modell komplett vergessen habe. Aber wir haben immer Kindergeburtstag auf so einem Bauernhof gefeiert. Und entweder bei meinem Bruder oder bei mir war es da mal so weit, dass man am Ende noch eine Runde mit dem Trecker fahren durfte. Und das war natürlich ein großes Erlebnis, ne? Also, ich weiß nicht, ob alle durften oder nur das Geburtstagskind, aber das war herrlich immer. So, schauen wir mal hoch. Und weil der Weg relativ lang ist, das Geknatter hier. Oder hier, ach, Achtung, Fuß von der Kupplung nehmen. Oder Achtung, Fuß von der Kupplung steht hier, ne? Diesen kleinen Sticker. Herrlich. Wenn es qualmt und hust, da fühlt man sich wohl. Das ist Feeling, das ist Atmosphäre. Naja, aber weil das hier relativ lang dauert mit 20 km/h, auch wenn es relativ flott hier wirkt, aber die Strecke zieht sich natürlich so ein bisschen quer über die Map, würde ich sagen, lassen wir ab hier einen Mitarbeiter übernehmen. Das kostet zwar ein bisschen Geld, aber wir können die Zeit ja nutzen, denn wie gesagt, wir haben echt viel zu tun und deswegen soll der Mitarbeiter, die Annegret hier, die soll den Hof mal schnell zum Hof fahren und wir switchen ganz schnell hier in unseren Vario und dann sehen wir, so wahnsinnig viel Geld habe ich nicht mehr auf dem Konto. Das wird heute auch noch wesentlich weniger, aber dafür habe ich mittlerweile einen ganz guten Fuhrpark, würde ich behaupten. Also der kann sich durchaus sehen lassen. Ich habe jetzt, glaube ich, so das Nötigste zusammen. Man kann natürlich noch größere Maschinen irgendwann kaufen und ich brauche auf jeden Fall auch noch einen größeren Schlepper irgendwann. Und dafür werde ich dann den Fendt, denke ich, irgendwann verkaufen. Aber bevor wir zu den großen Aufgaben kommen, würde ich sagen, gebe ich euch erstmal ein kleines Update, was alles passiert ist. Und nachher, wenn wir auf dem Acker sind, werde ich dann auch noch auf eure Kommentare eingehen. Und ich werde euch die neuen Mods zeigen. Also, da dranbleiben, ne? So, was ist alles passiert? Ich habe nach der letzten Folge Raps angesät, und zwar auf der 35. Dann habe ich auf der 37 mir eine kleine Frechheit erlaubt, denn ihr seht hier so einen kleinen grünen Streifen. Da ist mir ein kleiner Fauxpas passiert, denn zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass im LS22 ein Bug besteht bei den Direktsaatmaschinen. Es wurde mir zwar geschrieben, ich habe allerdings nicht dran geglaubt, habe es dann selbst mal ausprobiert und Versuch macht klug, ne? Sagt man ja immer. Das, was man hier sieht, ist der Verbrauch von 1000 Litern, glaube ich, also einem Big Bag, einer Big Bag Palette. Die hat nur für diesen kleinen Streifen hier, also nicht mal für ein Zehntel des ganzen Feldes gereicht.
Das liegt daran, dass die Direktsaatmaschinen viel zu viel Saatgut bei Gras verbrauchen. Das muss ein Fehler sein, das kann so nicht gewollt sein. Und man kann diesen Fehler einfach umgehen, indem man eben keine Direktsaatmaschine nimmt. Also, was haben wir hier zum Beispiel? Ich habe ja hier auch eine Direktsaatmaschine. Wo haben wir es hier? Sät der Schnick. Hier, das habe ich, das ist eine Direktsaatmaschine. Steht dann hier oben immer. Das hier wäre zum Beispiel keine Direktsaatmaschine. Also man könnte entweder mit sowas hier ansäen oder man kann es so machen, wie ich es gemacht habe. Wie gesagt, ist aber eine Frechheit. Denn es gibt auch Striegel, die ansäen können. Und zwar können die entweder Zwischenfrucht oder Raps oder eben Gras ansäen. Und ich glaube, also ich habe mir sagen lassen, es geht auch in der Realität. Meistens wird ein Striegel allerdings nur zur Nachsaat benötigt oder eingesetzt. Also nicht, um komplettes Feld anzusäen, also ein ganzes Feld mit Gras zu bestücken. Ich habe es trotzdem jetzt einfach mal gemacht. Wie gesagt, ist dann ein bisschen, vermutlich ein bisschen weiter weg von der Realität. Aber so sieht das jetzt hier aus. Hier ist jetzt überall Gras angesät und toi, 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 dass das jetzt hier auch gut anwächst. Es war ja so ein bisschen die Überlegung, also ich möchte dann später hier vermutlich Mais drauf drillen. Aber das macht man erst im Frühjahr irgendwann und bis dahin musste ich mir irgendwas überlegen. Und da ist entweder Zwischenfrucht, aber das ergibt für mich nicht so viel Sinn, oder eben Gras eine ganz gute Option. Und ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, können wir auch mindestens einen Schnitt dann noch machen. Das heißt, wir können dann Grassilage oder sowas herstellen und das wird gutes Geld geben. So, jetzt habe ich es allerdings eingangs schon erwähnt. Ich habe auch neue Projekte und zwar möchte ich heute Imker werden. Was muss man dazu machen? Vermutlich irgendeine Ausbildung oder einen Lehrgang oder sowas. Im LS muss man dazu allerdings Gott sei Dank nur ein paar Bienenstöcke platzieren. Und ich würde sagen, ich nehme dazu zwei von diesen fast ganz großen. Also das hier ist, glaube ich, alles Kappes. Das ist alles zu klein. Aber ich denke, davon zwei, da sind wir ganz gut unterwegs. Und die platzieren wir jetzt an unserem Rapsfeld. Und ich denke, das werde ich hier irgendwo machen. Vielleicht nicht allzu nah, aber zu weit weg sollte man die auch nicht platzieren. Und da ist auch schon wieder hin, das schöne Geld. Jetzt müssen wir noch hier so eine Station platzieren, damit wir dann auch die Paletten mit dem Honig abtransportieren können. Ja, und jetzt sind wir schon wieder ein armer Farmer hier. Ja, schade. Schauen wir mal schnell, wo der Porsche unterwegs ist. Der braucht noch ein bisschen Zeit. Den muss ich natürlich gleich noch einparken hier. Sonst steht er uns in der Einfahrt rum. Ich muss vermutlich auch auf dem Hof noch ein paar Sachen umstrukturieren, denn ich habe ja mittlerweile zwei Hühnerställe. Das war auch wirklich eine gute Idee, denn das gibt ja ungefähr so 11.000 bis 12.000 Euro am Tag. Und das ist echt gutes Geld im Landwirtschaftssimulator, gerade im Winter. Da kann man mit anderen Sachen nicht so viel Geld verdienen, es sei denn, man hat andere Produktionen. Aber das habe ich ja jetzt aktuell noch nicht. Deswegen gerade für den Start echt eine gute Sache. Und ich habe zwei Gewächshäuser. Und die sorgen allesamt für relativ viele Paletten. Also ihr seht, das habe ich jetzt gar nicht auf den Transport drauf bekommen. Das muss ich dann später am Tag nochmal verticken. Und ich glaube, hier vorne sind auch schon wieder Eierpaletten fast fertig. Also ich denke, das wird nicht die letzte Tour am Tag gewesen sein. Aktuell kann man das noch ganz gut machen. Also für so zwei Touren am Tag oder sowas, denke ich, hat man noch genug Zeit. Aber wenn das dann irgendwann 5 oder 6 Touren werden, wenn ich also noch weitere Produktionen oder Gewächshäuser oder sowas baue, dann wird es vielleicht ein bisschen knifflig. Da muss ich mal überlegen, ob ich vielleicht auf Direktverkauf umstelle. Oder gerade in der Erntezeit oder im Frühling oder so. Kann sein, dass ich das nochmal umstelle. Aktuell lasse ich das jetzt mal so, aber da vorne habe ich eben die Paletten erstmal zwischengelagert und muss die dann später nochmal aufladen. Muss ich mal gucken, wann ich das mache, aber ich denke, das werde ich dann irgendwann in der nächsten Folge machen, wenn hier die Hühner auch erstmal wieder fertig sind. Ja, und ansonsten hat sich allerdings auf dem Hof nicht so viel geändert. Der sieht immer noch so aus wie vorher, nur die Bäume. Die sind ein bisschen herbstlicher geworden. Gut. So, da kommt er, würde ich sagen. Setzen wir uns mal schnell rein. Entlassen den Helfer. Und, ach genau, vielleicht habt ihr es gesehen. Von hier aus sieht man es jetzt nicht mehr, leider. Aber vielleicht habt ihr es eben gesehen. Auf unserem Rapsfeld ist auch schon Unkraut. Herrlich. Habe ich nicht bestellt, ist trotzdem gekommen. Was machen wir jetzt? Wir müssen das irgendwie bekämpfen und dazu werde ich mir vermutlich, also ich glaube, aktuell könnte ich es noch mit einem Striegel bekämpfen, wenn das so ist wie im LS19. Aber ich denke, ich werde es einfach mit einer Spritze machen und gut ist.
Muss ich allerdings auch noch heute an diesem Ingame-Tag machen. Und dann gucken wir mal, was ich noch so alles mache. Vielleicht verkaufe ich auch Raps, aber ich glaube, da sollte ich noch ein bisschen mit warten. Das ist auch so ein Mysterium. Es gibt viele Theorien dazu, wann man am besten Dinge verkaufen sollte. Kann ich nochmal schnell zeigen. Ich mache das nur mal schnell schon. So. Ready für den nächsten Transport, sodass wir hier einigermaßen bequem aufladen können. So, da gibt es nämlich einige Theorien zu, wann man jetzt am besten verkauft. Wir haben hier zum Beispiel Raps, wir haben Weizen und Hafer. Weizen werde ich, denke ich, behalten, um die Hühner zu füttern. Aber Raps werde ich auf jeden Fall irgendwann verkaufen. Die Frage ist nur, wann macht man das jetzt eigentlich am besten? Und es gibt zum Beispiel die Theorie, dass es hier irgendwie vertauscht ist. Also, dass statt März hier Januar stehen sollte und man dementsprechend dann Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Also im Oktober hier verkaufen sollte. Ich habe das mal überprüft. Ich glaube, diese Theorie stimmt nicht. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Aber so ganz verstanden, wonach sich die Preise jetzt richten, wann man wirklich den besten Preis erzielt im Jahr, habe ich noch nicht. Ich glaube schon, dass es so stimmt, wie es da steht. Aber ich habe das noch nicht tiefer ergründen können. Also wenn ihr da mehr wisst, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und apropos Kommentare. Ah, vorher muss ich noch was zeigen. Mal kurz hier. Tada! Es ist wieder soweit. Manual Attach ist dabei. Und ihr habt es gerade gehört. Ich mach's nochmal. Das Druckluft-Script, also womit jetzt hier Druckluft-Sounds bei dem Anschließen der Schläuche hier ins Spiel kommen, ist ebenfalls mit am Start. Und dann habe ich noch andere Mods, die werden wir uns gleich auf dem Acker noch anschauen können, zumindest teilweise aktiviert. Das heißt, es geht so langsam los. Ich habe jetzt für diese Folge noch keine Modliste im Pedo, aber ich werde das im Laufe der Woche, vielleicht auch Ende der Woche, also am Wochenende, in Angriff nehmen. Und da werde ich euch eine übersichtliche Modliste erstellen, wo alles dann aufgelistet ist, was ich so alles im Einsatz habe. Das hier gerade ist allerdings, wie gesagt, Manual Attach und eben Druckluft Sound heißt das, glaube ich, ne? So. Auf diesem Feld möchte ich ja, wie gesagt, Weizen ansäen. Und dazu wählen wir das schon mal aus. Machen unsere Sämaschine auf. Werden vermutlich noch mal ein bisschen zurückfahren müssen, weil ich ein bisschen zu nah an den Rand gefahren bin. Und dann geht das los. So, ich werde später noch mal so eine Art Vorgewende machen. Also werde ich die Ränder vorne und hinten nochmal bearbeiten. Aber erstmal, tada, geht's mit VCA los. Damit ist nämlich jetzt endlich auch GPS im Spiel. Und ich habe erst gemerkt, wie sehr es mir fehlt, als es das eben noch nicht gab. Vorher dachte ich mir, kann man ja eigentlich auch mal ein paar Wochen ohne auskommen oder ein paar Monate. Aber jetzt bin ich doch ganz dankbar, dass es das gibt, denn es sorgt dafür, dass ich hier nicht so viel Überlappung habe und eben auch in weniger Zeit mehr schaffe, wenn ich nicht so viel quatschen würde. Also, das ist schon wirklich eine sehr dankbare Sache. Insofern würde ich sagen, Abfahrt Attacke! Los geht das! So, und damit drehen wir dann hier ein bisschen Weizen. Und ich kann derweil ein paar andere Sachen machen. Kann ein bisschen auf eure Kommentare eingehen und auf einige Themen, die noch so zu besprechen sind. VCA findet ihr, glaube ich, nicht im Mod-Hub, aber findet ihr... Oder ist es mittlerweile im Mod-Hub? Also ich glaube, es gibt das auf jeden Fall auf GitHub, weil die meisten Mods werden auch noch weiterentwickelt. Also zum Beispiel Manual Attach und sowas, das wird alles noch weiterentwickelt. Da kommen sicherlich irgendwann nochmal weitere Versionen raus. So. Drehen wir einmal schnell. Ich denke, ich werde im Winter, also es wird dann noch eine Herbstfolge geben hier, und dann werde ich im Winter einfach mal so ein bisschen weiterspielen. Dann machen wir vielleicht eine Winterfolge, aber ich werde jetzt nicht November, Dezember, Januar, Februar immer ein oder zwei Folgen pro Monat machen. Also hier Ingame-Monat, ne? Na? So. Okay. Weil es gibt einfach nicht viel zu tun im Winter. Dann spule ich lieber ein bisschen vor und werde hier ein paar, also so die wichtigsten Sachen werde ich dann natürlich auf dem Hof selbst machen, werde dann die Hühner versorgen, werde ein paar Paletten verkaufen und einfach ein bisschen Einkommen generieren, aber ich werde nichts groß ausgeben.
Und dann können wir uns vielleicht im Frühling auch noch auch schon einen neuen Schlepper leisten zum Beispiel. Oder vielleicht sogar ein neues Feld, weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen der Plan. Aber wie gesagt, ich habe mir auch eure Kommentare durchgelesen und das war mal wieder sehr lehrreich. Denn ich bin jetzt endlich schlauer, was das Walzen angeht. Es geht ja im Landwirtschaftssimulator 22 offenbar sowohl vor als auch nach der Aussaat. Und das ist zwar durchaus realistisch, in der Realität macht man allerdings eigentlich unterschiedliche Sachen damit. Also das hat unterschiedliche Zwecke. Das habt ihr mir erklärt, das hat der Screwdriver 4711 mir erklärt. Habe ich mir extra angepinnt hier. So. Und weiter geht das. Und zwar kann man, wenn man das vor der Aussaat macht, dann drückt man damit vor allen Dingen große Schollen platt, die zum Beispiel beim Pflügen entstehen. Wenn man es allerdings nach der Aussaat macht, und da machen es die meisten, glaube ich, hat es vor allen Dingen den Effekt, dass die Saat angedrückt werden soll, also in den Boden gedrückt werden soll. Macht mir, hier hat der Screwdriver auch geschrieben, glaube ich, ne, macht mir auch im Garten, dass man das so ein bisschen andrückt bei manchen Samen, die man da irgendwie in die Erde zimmert. Und so wird das auch in der Landwirtschaft bei einigen Dingen gemacht. Das also dazu, damit ist das Mysterium auch endlich aufgeklärt. Und dann habt ihr mir auch unter anderem zugestimmt, dass es mehr Oldtimer im LS geben sollte. Und es gab noch ein paar andere nette Kommentare. Dafür also auf jeden Fall vielen Dank. Und den lustigsten Kommentar habe ich allerdings unter dem Krone-Video gefunden, wo ich den Big M gesteuert habe. Da hat nämlich jemand geschrieben, Moment, das muss ich wortwörtlich wiedergeben. Junge, der tut so, als wäre das ein Raumschiff, das ist doch nur ein großer Rasenmäher. Gemeint war der Big M. Und ich musste sagen, ich fand's schon witzig, weil irgendwo hat er ja recht, ne? Aber in dem Moment fühlte sich das an wie ein Raumschiff, als ich das da bedienen durfte. Solche Kommentare erfreuen mich immer ein bisschen. Dabei ist das doch nur ein großer Rasenmäher. Ja, so ist das, ne? So, jetzt werde ich hier noch ein bisschen weitermachen. Gedüngt ist hier dann schon mit der Aussaat. Dann bin ich sehr gespannt, was mit dem Gras passiert. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir dann nochmal ein, zwei Missionen. Und ich werde Pflanzenschutzmittel ausbringen. Und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen machen. Müssen wir einfach mal schauen. Vielleicht fällt euch auch noch ein bisschen was ein. Da kommt irgendwann eine Winterfolge und dann geht es im Frühling weiter. Und da werden wir dann wieder einiges zu tun haben. Da müssen wir schließlich uns um die Wiese kümmern. Da müssen wir vermutlich auch neue Dinge kaufen, einige Dinge mieten und werden hoffentlich ordentlich reincashen. So ist der Plan. Mal gucken, ob das so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Ah, VCAs. Herrlich. Herrlich mit GPS. Und bevor ihr wieder fragt, wie funktioniert das eigentlich, ihr müsst einfach nur mit Steuer. Also es funktioniert eigentlich genauso wie im LS19. Ist, glaube ich, nur ein bisschen abgespeckter. Also jedenfalls habe ich noch nicht alle Funktionen gefunden, die es im 19er gab. Ich denke mal, das kommt dann später alles noch. Aber man macht mit Steuerung W, macht man hier sein GPS-Signal rein und mit Steuerung C ist es, glaube ich, kann man das Menü aufrufen und kann dann zum Beispiel die Breite einstellen, wenn die nicht automatisch erkannt wird. Oder andere Dinge regeln. Je nachdem, was ihr so alles braucht, da könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Gut. Ich mache mal jetzt hier noch mal weiter meine Arbeiten. Dank euch soweit allerdings erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann hoffentlich wieder hier auf der Frankreich-Karte mit spannenden Aufgaben, spannenden Projekten und hoffentlich etwas mehr Geld. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssikowski.